So, hallo und herzlich willkommen bei heute mal wieder zu Dying Light. Ich will euch mal kurz für alle, die es nicht kennen, ein Easter Egg zeigen in Dying Light. Wo ich es erstmal gesehen habe, ich dachte, okay, shit, voll geil auf jeden Fall. Witzige Sache, dazu müsst ihr runter in die Slums laufen. Dann seht ihr ja, oder seht ihr generell die Brücke, das Meer. Und dann müsst ihr hier runter und auf diese kleine Insel da drüben schwimmen. Da drüben. Da schwimmen wir jetzt einfach mal kurz hin. Ich finde es, by the way, richtig nice, das Game. Es macht richtig Spaß. Gerade diese Open-World-Elemente, dass man wirklich überall hin kann. Und auch eben mit diesen Parkour-Einlagen sich überall frei hinbewegen kann. Macht richtig Laune auf jeden Fall. So. Die Grafik ist halt, überzeugt mich immer wieder. Macht richtig Spaß. Ist richtig gut. Die ganze Parkour-Geschichte ist gut und funktioniert ziemlich intuitiv. Institutiv, ihr wisst, was ich meine. Ja, verwischte Sicht, geh weg. So, hier haben wir das Schwert Excalibur oder Epcalibur, wie auch immer. Finde ich auf jeden Fall einen richtig geilen Easter Egg. Ja, und jetzt holen wir es mal raus. Das Ganze kann jetzt ein bisschen dauern. Kann, glaube ich, bis zu 3 Minuten dauern, habe ich im Internet gelesen. Macht wohl übertrieben viel Schaden. Ich glaube, eine Axt macht irgendwie so 140, 150 Schaden und das Schwert macht, ich weiß es nicht, glaube ich, 320 Schaden. Danach wird diese Leiche verbrennen und dann ist darunter auch noch der Bauplan für das Schwert, falls ihr es nachbauen wollt. Könnt es auch verkaufen. Bringt, glaube ich, das war es, glaube ich, $1.300 oder von dieser Ingame-Währung. Ich weiß jetzt allerdings noch nicht, ob das jetzt wirklich viel ist oder ob es sich lohnt. Des Weiteren ist das Schwert wohl unzerstörbar, wenn man es nachbaut, aber wenn man es jetzt findet, wohl nicht. Aber wie gesagt, keine Gewährleistung. Habe ich selber jetzt noch nicht probiert. Wir warten jetzt mal noch kurz ab, bis das Schwert fertig ist. Das seht ihr an den orangen Ladebalken. Ich habe erst gedacht, es geht nicht, aber es funktioniert, dauert halt nur ewig. So, wo ist es? Wo ist es? Hier ist es! Wir sind Herrscher über Excalibur. Oh, es fängt an zu brennen. Gleich mal ein paar Zombies damit heschlagen. Wie gesagt, witziges Gimmick. Oh, es wird auch schon leicht dunkel. Meine erste Nacht hier draußen. Mal sehen, ob ich mich einkacke oder nicht. Da sind die Baupläne. Entwurf. So. Okay, wir können jetzt gut schwimmen. Das Schwert reißt uns nicht zu Boden. Wie lange kann man eigentlich unter Wasser bleiben? Ich sollte wohl auch mal was essen. Wo habe ich Luftanzeige? Ich will jetzt nicht direkt sterben. Da war gerade, ist sie gerade wohl gekommen. Mal Kopf schütteln, damit die verschwommene Sicht weggeht. So, hallo meine Freunde. Bin gleich bei euch. Keine Hektik. Ihr werdet alle bedient. Hallo. Alecco mio. Und du auch noch. Alter Falter, hey. Und zack. Ach du Scheiße. Ey, aber ganz ehrlich. Wer wundert sich danach, dass das Spiel indiziert wird? Ganz ehrlich. Ach du große Scheiße, Mann. Richtig krass. Gebt mir eure Sachen. Alter Verwalter. Und auch so schön gleich mit Blut verschmiert. Hallo, meine. Boah, ich sehe nichts mehr. Alles voll mit Blut. Yeah! Boah. So, wer will zuerst? Du. Massaker. Alter, wie es die wegfegt, ist ja krass, Mann. Ich glaube, das Schwert hat einfach zu viel Power. Alter. Alles fit, alles fit. Du meine Fresse, Mann. Zigaretten ist immer gut. So. Boah, ich sehe nichts mehr.
Alter Verwalter. Oh, fuck. Oh, F. Oh, okay, ich muss F mehrmals drücken. Ich sterbe gleich. Ha. Oh, fuck off. Okay. Auch wieder was dazugelernt. So, erstmal. Hier wieder hallo. Alter Verwalter. Ist das ein Blutbad? Hey, Freund. Und mit letzter Kraft. Okay, der hat noch nicht genug. Okay, okay, meine Fresse. Ist das krass hier. Okay, krasse Nummer. Ich werde mich jetzt mal noch in die Safe Zone bewegen und dann mal gucken. Jo, ich hoffe, euch hat das Easter Egg Video gefallen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ja, wie schon gesagt. Ich glaube, da muss ich hoch. Ja, wenn ihr es cool fandet, dann gebt doch einen Daumen hoch. Und ich sag mal auf jeden Fall danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.